Willkommen Leute zu einem etwas anderen Video, beziehungsweise vielleicht Videoreihe, Format, was auch immer. Denn ich mache heute bei einem Turnier mit, und zwar bei dem Schattenpinguin-Turnier von dem guten Razer. Und das Ganze ist ein Overuse-Turnier auf Twitch gewesen inzwischen. Und wir spielen hier heute gegen unseren ersten Kontrahenten, und das ist der gute Chan. Und Chan hat dieses Team dabei. Okay. Also man sieht auf jeden Fall, dass wir klar im Vorteil sind mit den Mons, die wir dabei haben. Da er ja keine bis kaum Overused-Pokémon dabei hat. Ich weiß, dass Weavile underused ist und der Rest ist, glaube ich, auch below so ein wenig. Aber okay, es wurde halt gesagt Overused und später wird es halt ziemlich tryhard werden. Von daher bin ich gespannt, nimm mir das Team hier und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Potenzieller Lead auf seiner Sicht auf jeden Fall Weavile oder halt Staraptor, um mein Demeteros zu schwächen. Wie können wir das gut countern? Ein vernünftiger Lead gegenüber sein Weavile, würde ich schon fast sagen, ist im Prinzip, selbst wenn es, Focus Sashed wäre, würde ich eigentlich Heatran fast bevorzugen. Heatran ist eigentlich super gut. Gerade gegen sein Team ist es gar nicht mal so bad. Und ja, Weavile kann eigentlich nicht viel gegen uns machen, ne? Wir sind eigentlich gut physisch-defensiv. Ich könnte auch normalerweise mit was anderem leanen. Also, Demeteros wäre ein Play. Aber ich glaube, Heatran... Obwohl, wir kriegen halt einen Bedrohr daraus raus, ne? Ist halt die Sache. Aber ich glaube, wir machen einfach mal Heatran-Lead. Und schauen einfach mal, was er tut. Oder ist das okay? Ist das okay? Ich will überlegen, ob ich vielleicht sogar mit Quajutsu leade und dann einfach mehr den Boost hole. Aber nö, lassen wir einfach mal, oder? Ja, komm. Fang an mit Heatran. Let's go. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Und wie gesagt, es können mehrere Kämpfe von diesem Format online kommen. Ich wünsche auch Chan jetzt nochmal hier im Video viel Glück trotzdem. Hoffe, dass du das Ganze gut machen wirst. Und ja, mach mal die Audio hier etwas leiser für euch. Dass das Ganze nicht ultra laut sein wird. Und wir schauen mal, was so abgeht. Okay, es dauert sehr, sehr lange. Ich hoffe nicht, dass es was Schlechtes bedeutet. Ich klicke mal hier die Leistung wieder weg, dass wir ein bisschen mehr Netz haben. So, let's go. Gene guten Chan. Er leadet mit Tentoxa. Das ist gar nicht gut für uns. Nicht so wirklich mit Heatran. Da haben wir keinen guten Lead. Da sollten wir, wenn möglich, so schnell wie möglich rausgehen. Denn dagegen können wir wirklich nichts wirklich tun. Wir haben aber eine gute Sache und das ist dieses Mon hier. Sollte seine Attacken relativ gut tanken, auch wenn Special Defensiv as hell ist. Obwohl, dann kann ich auch eigentlich auf dieses Mon raus. Das wäre eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt halt zwei Möglichkeiten. Ich gehe auf Magiana raus, kann eine Schlammwoge, die kommen sollte, halt relativ gut abfangen, aber ich denke nicht, dass wir eine Schlammwoge geben. Wir mit einer Wasserattacke gehen und die können wir super abfangen mit dem Mon. Ich glaube, das machen wir auch einfach. Wir spielen ja nicht zu krass. Ich weiß nicht, wie der gute Plate. Von daher schauen wir einfach mal, was der Boy tut. Wir hätten ja, wie gesagt, zwei Plays auf Magiana raus, um halt eine Schlalattacke abzufangen. Oder halt auf Tangolos raus, um ebenfalls die Wasserattacke abzufangen. Es kommt aus Siedewasser. Und schauen wir mal, was passiert. Wie zieht das? Das sieht absolut nichts. Kein Burn. Kein Burn. Sauber. Die Hacks sind auch nicht mit uns. Obwohl ich, wie gesagt, das stärkere Team habe. So, was kann er jetzt tun? Ich weiß nicht, ob er ein Erdbeben predikten würde. Mit seinem Staraptor halt oder mit Skorgler. Deswegen gehe ich einfach mal, würde ich sagen, für einen Abschlag und gucke einfach mal, was reinkommt. Wenn was reinkommt, wie zum Beispiel Skorgler oder sowas. Oder als Staraptor hauen wir ein gutes Item weg. Und ein Abschlag, der tut halt immer gut. Abschlag ist immer gut, von daher hauen wir erstmal auf den Abschlag drauf. Gucken, was passiert. Er kann natürlich auch drinnen bleiben, einfach die Schlammwoge drücken. Die wird aber auch nicht super viel machen. Und zur Not können wir uns recovern haben im Giga Drain. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. So ein Turnierformat geht halt immer schon ein bisschen auf die Pumpe. Ich freue mich des Todes, dass Razer überhaupt sowas gemacht hat. Dicken Support nochmal an dich, Razer. Er holt die Giftspitzen raus. Okay. Bleibt eiskalt drin, ne? Will er vielleicht doppellagige, Stachel rausholen oder so? Keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall erstmal hier den, hauen das Giftding weg. Und gehen jetzt. Denk mal, er bleibt drin und macht noch eine Lage höchstwahrscheinlich. Oder geht er jetzt raus? Keine Ahnung. Ich gehe auf jeden Fall jetzt nochmal fürs Erdbeben. Was hat der Boys vor? Gehen er jetzt auf Staraptor rausgehen? Dann haben wir Missplayed halt, das ist schon echt bad. Da kann man halt nichts machen. Er geht weiter auf die Giftspitzen. Okay, dann haben wir doch einen guten Play gemacht. Gehen auf das Erdbeben und hauen den Boy. Ja, ich denke mal, so gut wie tot, weil der Doctors physische Def ist halt einfach gar nichts. Oder langt das? Es langt tatsächlich nicht aus. Es langt tatsächlich nicht aus. Okay, wird er jetzt rausgehen oder sagt er, naja, da ist okay, ist okay, ist okay.
Wir gehen einfach mal auf den Giga Drain. Falls was reinkommt, können wir ein bisschen KP recovern. Falls Skorgler reinkommt, wäre eine Kraftreserve Eis natürlich mega gut gewesen. Aber ich glaube nicht. Oh, kommt Skorgler rein? Kommt Skorgler rein? She's nerd. Okay, okay, okay. Da wäre eine Kraftreserve Eis auch nicht bad gegeben. gewesen, meine ich. Aber wir können so natürlich wieder ein paar KP wiederherstellen. Gut, was wird er tun? Was kann er tun? Das Ding ist defensiv, wie wir sehen, mit den Überresten. Okay. Das Ding ist defensiv mit den Überresten. Haben wir. Wir hatten Plays. Ich glaube, das Ding kann aber Icy blären. Ich glaube aber, das Ding, das müsste doch Kampf Bigaron, oder wie heißt das? Ich meine schon. Biga. Oder gebe ich Chesspin ein? Chesspin. Das Ding müsste Igastanisch, genau, Brigaron heißt das Ding. Das Ding ist Kampf. Lernt das Ding denn irgendetwas? Ich meine, es kann Icy lernen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine aber schon. Wenn das Ding Icy kann, ist Lando T nicht der Play. Aber ich glaube doch schon. Lando T ist eigentlich der beste Play, den wir machen können. Wir können die Tarnsteine zu Null rauslegen. Wer nicht beeinträchtigt durch die Giftspitzen, weil wir fliegen. Und schauen einfach mal, was passiert. So, Demeteros kommt rein. Ist halt einfach der Play. Er geht minus 1 vor allem. Das ist super, super strong. Und er geht für Stachler. Super, super defensiv ist der Boy, okay. Was wir jetzt machen können, wir können theoretisch die Tarnsteine rauslegen, um die Sashes zu brechen und um halt Tentoxa rauszunehmen. Das machen wir auch. Deswegen gehen wir halt auf die Tarnsteine mal. Er hat keinen Magiespiegelmon dabei, von daher alles cool. Und wir schauen einfach mal. Er geht raus. Geht er jetzt auf Tentoxa raus oder Weavile? Tentoxa, ja. War super klar. Aber wir outspeeden Tentoxa nicht unbedingt, weil Tentoxa, wenn es wirklich mit 100 Base Init gespielt wird, outspeeden wir es tatsächlich nicht. Und das ist das Problem. Und ich glaube, das weiß er auch und das merkt er dann auch. Das heißt, wir können ja theoretisch rausgehen auf... Nicht auf Mon, was outspeedet. Theoretisch auf Mon, was outspeedet. Magierna wäre ein Play. Er kann nicht großartig gegen uns was machen. Wir können vielleicht aufsetzen. Das wäre ein Play. Wir gehen raus. Auf Magierna. Und was tut er jetzt? Was macht der Boy jetzt? Er geht für einen Turbodreher. Ach du Heilige. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass er das tut. Aber okay. Riskiere ich jetzt einen Burn? Oder töte ich das Ding einfach? Ich glaube, ich gehe einfach mal auf einen Gangwechsel. Ich glaube, das ist ein super guter Play. Und dann versuchen wir mal einfach mal, was Gutes zu machen. Bei Gangwechsel, dann sind wir halt gar nicht mal so bad aufgestellt. Wir sollten eigentlich so gut wie alles outspeeden. Wir schauen einfach mal, was passiert. Es kommt Gilgar rein. Okay, okay. Der Boy ist der Boy. Der Boy ist der Boy. Gilgar, Gilgar, Gilgar. Das ist jetzt die Frage, ob wir mit dem Eisstrahl töten sollten. Das können wir mal ganz schnell nachgucken. Bei so einem Format werde ich auch nachkalken, obwohl ich das gar nicht so oft mache. Aber ich probiere es einfach mal. Wie heißt das Ding? Gliscor? Gliscor. Weiß ich gar nicht, wie das Ding heißt. Aber egal. Eigentlich sollte das lang. Also wenn wir jetzt ein Erdbeben abbekommen, Aishra sollte mega Damage drücken. Scheißegal. Ich habe jetzt nicht gekalkt. Lassen wir einfach bleiben komplett. Ich habe jetzt keinen Bock, hier mir so einen Stress zu machen, deswegen. Aishra sollte eigentlich Damage drücken, das sollte auch reichen. Von daher, alles cool. Alles easy. Das Gliscor ist draußen. Was super, super gut ist. Wir kriegen Seelenherz-Bonus, sind damit plus 1 und plus 2 und haben halt die Überreste auf unserer Seite. Das ist das Magiana-Set. Man geht mit Gangwechsel hoch und sweept dann komplette Teams. Das funktioniert halt einfach super, super strong. Schauen wir mal. Also er hat noch Mons gegen mich, auf jeden Fall. Will ich gar nicht behaupten, dass er nicht hat. Aber wir haben schon mal Einfall rausgenommen. Tentoxa kann er rein switchen, wenn er will. Aber mit keinem Wechsel outspeeden wir es jetzt halt auch. Wir schauen einfach mal, was der Bo jetzt tut. Bum, 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 bum. Tarantrum. Okay, das ist der Boy. Wir sollen ihn outspeeden, außer er ist Scheust Scarfed. Gehe ich das Risiko ein? Ja, ich gehe das Risiko ein. Wir sind Gangwechsel Magiana. Wir könnten Eisstrahl drücken. Sehr effektiv. Wie bezieht das? Wenn es nicht Focus Sashed ist. Es ist nicht Focus Sashed, das langt. Und Magiana macht jetzt die Arbeit, Minions. Magiana macht jetzt hier die Arbeit. Wir sind jetzt plus 2 in der Offensive.
Also, OU, ich hab jetzt, wie gesagt, ich war auf dem Kalyptus Cup, das war ein Event in Essen, hab da auch selber mitgespielt, hab selber gegen viele Abonnenten auch gespielt, war super, super geil, mit einem ähnlichen Team wie das, ich hab das noch ein bisschen geupgradet, weil ich halt mehr Erfahrung gewinnen konnte einfach aus dem Ganzen. Wir klicken hier auf Eierstein, kann auf Schutzstacheln gehen, aber wir kriegen keinen Kontakt dadurch. Er geht auf Schutzstacheln, war super, super klar. Aber falls er es nicht getan hätte, hätte er mich halt schaden können. Von daher ist Eistrahl da der Play. Von daher alles cool. Er kann sich noch ein bisschen heilen halt durch die Überreste. Aber das sollte kein Problem für uns sein. Und das Ding ist einfach, ich will mehr in diese Pokémon-Materie rein. Einfach in dieses Wi-Fi-Business, in Anführungsstrichen. Und will hier einfach, ja, was soll man das sagen? Wissen wir es reißen auch, ne? Und da muss man halt auch mal diese ganzen harten Sets spielen. So ist es auf Turnieren. Alle spielen dieses, ja, dieses Teams, beziehungsweise diese Teams. Bloß vielleicht etwas abgeändert. Und ja, bin eigentlich sehr zufrieden erst damit. Das war jetzt mal grob hergesagt. Und ich dachte mir, vielleicht interessiert euch für solche Turnierformate, vielleicht werde ich das öfter mal sowas machen. Und ihr könnt gerne mal in die Beschreibung, beziehungsweise in die Beschreibung, in die Kommentare reinkloppen, ob euch sowas gefällt, wenn ich ja bei solchen Turnieren mitmache. Okay, wir haben jetzt hier ein Eisblitz. Und der Boy wird nicht so viel gegen uns machen können. Wir sollten outspeeden. Er hat noch Eissplitter, aber ich denke nicht, dass er uns one-shotten wird. Outspeeden sollten wir ihn. Wenn er keinen Sash hat, wird er es überleben halt. Er hat einen Sash. Er hat keinen Sash tatsächlich. Ist ein schöner Magierner Sweep. Deswegen ist dieses Ding so OP. Seelenherz, gib den einfach den Boost. Einmal Gangwechsel und du outspeedest wirklich so gut wie alles. Also das Ding hat Max in der, glaube ich, 65. Das mal 2. Sind wir bei 130, das heißt, du bist bei einer Base in ungefähr bei Kaporiki. Das einzige Mal, was dich outspeedet, ist, glaube ich, Mega Lopunny, weil es da 135 hat, meine ich, bin mir nicht ganz sicher. Aber was soll Mega Lopunny machen? Es kann halt einen Turmklick klicken und eine Rückkehr. Rückkehr wird resisted und Turmkick trifft halt neutral. Ist halt auch nicht so geil. Und das war's jetzt auch, glaube ich. Ja, GG an dich. Du hast jetzt gleich noch ein Staraptor, was wir ebenfalls outspeeden, außer ist halt Scheußgarft. Und selbst das kann nichts Großartiges gegen uns machen. Wir haben den Donnerblitz, wir haben den Eisstrahl. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war das erste Match des Schattenpinguin-Turniers. Vielleicht endet es auch beim nächsten Kampf schon. Ich bin gespannt, wie das wird. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne positive Bewertung dalassen. Und natürlich auch in die Kommentare schreiben, wie gesagt, ob ich so öfter mal solche Turnierkämpfe hochladen soll. Oder ob ihr sagt, naja, Zero ist voll scheiße, es interessiert mich kein Stück. Oder sagt ihr, naja, das ist eigentlich ganz cool, er macht hier noch den Ehren-Damage mit Ruckzucki. Ja, ist nett gemeint. Es ist Live-Op, okay, da haben wir nochmal sein Set gesehen. Da wissen wir auf jeden Fall, okay, sollte safe sein. GG an dich und Leute, bis zum nächsten Mal, reingehauen und ciao.